Servus, meine lieben Arcadians, und am Tetsch willkommen zurück zur nächsten Runde von Let's Play Pokémon Kristall. Wir sind hier immer noch in Azalea City, haben aber alles soweit aufgeräumt. Wir haben im letzten Part den Fleckmock. Fleckmock, ja, genau, Flexmock, ja. Den Fleckmock. Fleckmock. Was ist denn hier los? Den Fleckmon-Brunnen. Erfolgreich von Team Rocket. Das gibt's doch gar nicht, was ist denn heute mit mir los? Also, wir haben Team Rocket vertrieben aus dem Brunnen und haben den Insektenorden geholt, indem wir die Arena gepackt haben mit unserem Albtraum und der Flugstrategie. Also, es war total geil. Könnt ihr euch vom letzten Mal noch gerne mal ansehen, ist total interessant gewesen. Ansonsten müssen wir jetzt gucken, dass wir unseren Weg finden nach Dukatia City, dass wir da die nächste Arena kriegen können und auch den nächsten Orden holen können und dann mal gucken, was uns noch so erwartet. Das wird auf jeden Fall noch einiges unterwegs wahrscheinlich passieren. Und dann gucken wir mal, dass wir auch noch unser Team ein bisschen vervollständigen können. Eventuell mal schauen, was wir unterwegs so finden. Ansonsten, denkt ihr mir dran, spielt euer Arcadia Supreme, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt, wenn ihr mich unterstützen wollt. Oder abonniert den Kanal, damit ihr auch Teil der Community werden wollt. Also die Arcadians, die sind richtig geil drauf. Also würde mich sehr freuen. Ich freue mich über den Zuwachs. Und schaut doch mal meinen Kanal vorbei, damit ihr noch die anderen Sachen noch sehen könnt. Ich habe auch Harry Potter, South Park, was weiß ich, ich habe alles mögliche. Ich habe schon einige schon gespielt, so ein richtig Scheißdreck. Sind zwar nicht mehr so gut wie am Anfang, sind noch ein paar Jahre alt, aber ist ja interessant, mal zu gucken. So, genug geschwafelt, weiter geht's ins Abenteuer. Wir schauen jetzt mal, wir müssen nach Dukatia. So, deswegen, also das ist jetzt auf jeden Fall die nächste Stadt, weil ich weiß, das ist der dritte Arena-Leiter, der wird mir noch richtiges Kotzen bringen. Und wir müssen gucken, dass wir jetzt uns ein bisschen aufleveln können. So, Rose setzen wir jetzt mal in die Spitze, weil er ja sowieso ein wenig, ja, unser Starter ist das unterlevelste Pokémon von allen im Moment. Das Ei ist noch nicht geschlüpft, das wird auch noch schlüpfen irgendwann mal hoffentlich. Und Mirapla ist halt da. So, alles klar, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal Richtung Steineichenwald, wie wir es gesagt haben, und schauen mal weiter. Ja, und da ist wieder unser unbekannter Rivale. Sag mir etwas. Ist es wahr, dass Team Rocket zurückgekehrt ist? Was? Du hast sie geschlagen? Ha! Hör auf zu lügen! Du machst keine Witze, dann lass uns sehen, wie gut du bist. Ja, das ging mal recht flott. Mit unserem Rivalen, der jetzt mal wieder aufschlägt. Total geil. So. Sorry, da muss ich ja mal gucken. Da möchte er mal wieder kämpfen, der möchte mal wieder richtig aufs Maul kriegen. Das hat er mal gebraucht. Und er startet natürlich mit seinem eigenen, mit seiner eigenen Version seines Albtraums, und zwar mit einem Nebulak. Da sind wir natürlich jetzt mit unserem Dings jetzt nicht so gut aufgestellt, aber wir gucken mal, wie viel wir mit Rasierblatt bewirken können. Frissblätter! Geist mit Dracula 10. Okay, das dürfen wir hinkriegen, das ist kein Problem. Der hat bestimmt genauso ein beschissenes Moveset wie unseres. Ah, das tut weh. Das ist natürlich jetzt ein kleines Problem. Ich hoffe, dass die Paralyse nicht zu sehr rankickt. So. Und zack. Alter, Rasierblatt ist geil. Deswegen, Rasierblatt wird auch Rose nie verlernen, hoffentlich. Das ist einfach nur abartiges Geschirr. Okay, was kommt als nächstes? Er setzt Zubat ein. Zubat können wir eigentlich mit Frogge entgegentreten. Das ist eigentlich eine gute Idee. So. Dann kann nämlich mit dem Zubat nämlich kurz einen Prozess machen. Und dann gibt es einfach nur noch Feuer. Dann tut es nämlich dann, ja gut, dann haben wir ihn eigentlich schon geschlachtet, weil so stark ist er jetzt nicht, wie er von sich behauptet. Der Typ, der ist einfach nur scheiße. Also der sollte sein Trainerleben wirklich überdenken, ey. Nein, Spaß beiseite jetzt. Der wird noch richtig knackig werden, soweit ich mich erinnern kann. Also der kann noch richtig wehtun. Okay, und er setzt natürlich auch auf Statusse. Das ist natürlich für uns ein klitzekleines Problem, sofern sie nicht greifen. Und sie greifen ja momentan nicht, also bin ich auch zufrieden. So, okay. Biss ist in dieser Generation eine Unlichtattacke. Deswegen müssen wir Acht geben, wenn wir mit Nebulak antreten, dass der... Ah, fuck. Dass wir nicht irgendwie Knirsche oder Bisse oder so abkriegen. In der ersten Generation war es eine Normalattacke. Hier ist es nämlich wirklich ein, eine Unlichtattacke. Also da, das ist der Typ, den sie neu angefügt haben, zusammen mit Stahl, der hier einiges geändert hat. So. Okay, perfekt. Und jetzt kommt Iglava. Da setzen wir unseren Albtraum ein, weil ich setze die Taktik an, wie wir gegen Kai eingesetzt haben. Ich würde nämlich ganz gerne das Teil nämlich verfluchen. So, dann müssen wir es aber erstmal hypnotisieren. Das klappt nicht. Na, geil. Okay, das ist schlecht. Boah, oh, geil. Rauchwolke schlug fehl. Das ist sehr gut. Und Hypnose-Tag auch. Schlug auch fehl. Wunderbar. Jetzt setzt der Knut ein. Das schlägt natürlich nicht fehl. Okay, das ist natürlich nicht so toll. Wir haben noch zwei Chancen. Ah, so liebe ich das doch. So,
Iglava schläft. Achtung, Iglava ist aufgewacht und setzt Eruption ein. Das wäre so richtig mies, ey. Aber ich glaube, die gab es in der Generation noch gar nicht. Und zack. So, Albtraum überlebt. Sehr schön. Wir müssen halt wirklich Acht geben, weil Fluch wirklich die Hälfte abzieht vor dem Ganzen. Also, Fluch zieht immer die Hälfte der ganz KP, also der komplett KP ab, die wir haben. Das ist leider Tatsache. So, und alles mit Schläger drauf jetzt. Lutscht das Igel einfach zu Tode. Boah, klingt zwar ein bisschen zweideutig komisch, aber gut. Es ist halt Nebulak. So, jawoll. Geil, das finde ich gut. Das finde ich einfach nice. Und das dürfte es jetzt eigentlich auch gewesen sein dann. Oh, sogar ein Volltreffer. Sehr schön. So, und tschüss. Ich sage ja, diese Taktik ist mies, Alter, aber saugeil. Die zieht immer. Also zieht ziemlich gut, wenn sie trifft. Oh, Badal Level 18. Das wäre natürlich zu schön gewesen. Nutzlose Pokémon. Hey du hast nur gewonnen, weil meine Pokémon schwach sind. Nein, du bist einfach nur scheiße. Kapierst du endlich mal. Erforsche deine Gefühle. Du weißt, dass es wahr ist. Ich hasse Schwäche. Pokémon, Trainer, es macht keinen Unterschied, wer oder was. Ich werde stark sein und das Schwache auslöschen. Das gilt auch für Team Rocket. Nur gemeinsam sind sie stark, aber triffst du auf einen allein, ist er schwach. Ich hasse sie. Hass. Tu das an. Geh mir aus dem Weg. Ein Schwächling wie du ist nichts mehr als eine Ablenkung. Was heißt ein Schwächling wie du? Wir haben dich eben weggeklatscht. Du Lutsche. So, okay. Gut, unerwarteterweise haben wir den Kampf jetzt gepackt. Das heißt, wir müssen jetzt aber auch unser Pokémon mal wieder heilen. Das machen wir jetzt aber hier, weil ich habe jetzt keine Lust, meine Tränke aufzubrauchen, wenn wir schon das Pokémon-Center direkt neben dran haben. Gar nicht verkehrt. So, kommen wir jetzt dann wieder vorbei. Blablabla. Bla, bla. Ja, komm wieder jetzt. Okay, ich habe wieder mal meine spastische Phase, wie immer. So, und ab in den Steineichenwald. Wir müssen jetzt weitergehen. So, rede mit mir. Vorsicht, verlaufe dich nicht. Der Steineichenwald ist groß. Ja, von mir aus, das geht mir gerade auch schon bei. So, wir bleiben bei Ros. Ich denke mal, da wird sich auch nicht gerade viel ändern jetzt. So. Steinchenwald. So, da haben wir natürlich jetzt mit lauter Miraplas wieder zu kämpfen, ey, aber das sind jetzt... Ups, das war die Frage. Ich wollte auch die Taste unbedingt mal umlegen. Also nicht die Taste umlegen, so pff, sondern einfach ausmachen, damit ich nicht versehentlich jedes Mal da drauf drücke. So. Was mit dir? Oh Mist, mein Boss wird sauer sein. Das Porrenta, das mit dem Zerschneider Bäume mit Feld und nach Holzkohle zu suchen, ist abgehauen. Ich traue mich nicht in den Steineichenwald, um nach ihm zu suchen. Er ist so groß, dunkel und unheimlich. Ja, ja, genau wie der Google-Suchverlauf deiner Mutter wahrscheinlich. So. Das ist das verschollene Pokémon. Quark. Quark. Okay. Das, ich weiß noch, wie das geht. Das müssen wir von der anderen Seite einfangen dann. Oh, wir haben Beleber gefunden. Beleber können wir immer mal gebrauchen. Sehr schön. Natürlich, die Wildenkauen ist natürlich ein bisschen nervig. Ich hätte ein paar Schutz mitnehmen sollen. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, es ist gar nicht so verkehrt, weil da sehen wir auch mal, was wir für Pokémon fangen könnten. Ansonsten kann es eventuell passieren, dass ich das ein oder andere Pokémon, was ich potenziell im Team haben könnte, eventuell auslasse. So. Da müssen wir jetzt dahin. Ich glaube, wir müssen das so machen. Wir müssen das auf die andere Seite locken irgendwie. Oh, Enton. Es gibt ja auch ein spezielles Amesia-Entong, gell? Soweit ich weiß, aber ich weiß nicht mehr, wie man das kriegt. Das bekommt man, glaube ich, über Stadium oder so. Ich glaube, da mussten wir alle 151 Pokémon oder so kriegen. Das ist total bescheuert, ey. Quark. So. Perfekt. Alter. Viel zu viel Unkraut hier in dem Puff. So. Vor allem, was macht ein Enton in dem Wald? Da ist doch nicht mal Wasser. In der anderen Generation konnte man es ja erst angeln, ne? Also in der ersten Generation. Da konnte man es, glaube ich, gar nicht wildlife treffen oder so. Quark. Ja, ich meine, es war so, wenn ich mich richtig erinnere. Das müssen wir so machen. Quark. Ich komme mir so richtig stumm vor, wenn ich die ganze Zeit rumquake. Quark. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Das ist doch nice. Hatte ich doch richtig in Erinnerung, weil ich glaube, sonst würde es die ganze Zeit im geil, voll in den Baum gepfeffert, ey. Sonst würde es, glaube ich, die ganze Zeit im Kreis laufen. Juhu! So, damit hätten wir jetzt auch dieses Parenta jetzt erstmal. Oh, ein Blutzug. Aber von Omot habe ich jetzt irgendwie keinen Bock richtig, weil Omot ist jetzt nicht gerade so mein Favoriten-Pokémon.
Wobei, ich habe das damals, ich habe das auch früher auch immer mal gespielt. Also jetzt hast du gespielt, ich habe es immer im Team gehabt, im Rot und Blau. Aber da musst du Schluss drauf haben. Wow, vielen Dank auch. Dieses Pokémon ist meine Boss gehorchen mir nicht, da ich keine Orden besitze. Ja, dann wird's mal Zeit. Lass dir von Professor Linden Starter-Pokémon geben und Feuer frei, Alter. Mach dir rein platt. Ah, mein Porretta. Du hast es für uns gefunden. Wir können ohne es nicht der Schneider einsetzen, mit dem wir Bäume fällen, um Holzkohle zu finden. Danke. Wie kann ich dir danken? Ey, dann nimm doch eine Axt. Ah, genau, nimm dies. Ja, und damit haben wir den Zerschneider erhalten, Leute. Der war auch nötig. So, diese VM enthält Zerschneider. Bringen Sie alle Pokémon bei, um kleinere Sträuche zu zerschneiden. Du benötigst noch den Orden aus der Pokémon-Arena von Azalea City, um sie einzusetzen. Ja, die haben wir. Alles easy. So, perfekto. Damit können wir auch jetzt weitergehen. Wir haben ja auch den Orden. Das ist jetzt gar kein Problem jetzt. Das ist nice. Das ist einfach nur geil. Weil, das bringen wir jetzt nämlich Miraplat bei, weil ich weiß, dass Miraplat das nämlich erlernen kann. So, okay. Und Miraplat ist ja sowieso mehr unser VM-Sklave. Wo mir gerade einfällt, wir haben gar keine richtigen VM-Sklaven, gell? Fällt mir gerade ein. Ah, je, stimmt, in dem Spiel, gut, da ist es auch nicht so nötig eigentlich. So, einmal Zerschneider. Einmal bitte Porrente beibringen, weil unser Rose, der kriegt auf jeden Fall keine VM. So, und hau den Busch weg. Kannst du Zerschneider hier einsetzen, bla 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 bla. Ja, genau. Finde ich gut. So. Und das Ding hier, den Steineichenwaldschrein, er wurde zu Ehren des Waldpatrons aufgestellt. Wenn alles funktioniert und es klappt, was ich nicht weiß, werde ich euch zeigen, was der für einen Sinn hat am Ende. Ich hoffe, dass es funktioniert. Das ist kein Versprechen, aber ich weiß, dass es klappt. Also es geht. So, ist nur die Frage, ob es auch funktioniert in dieser Version. Ah, alles klar. So, wieder ein Blutzug. So. Wir haben aber so riesengroße Klubscher, ey. Das ist Wahnsinn. Aber Level 5, das ist ja das, was ich am Anfang des LPs da schon bemängelt habe, dass wir halt ziemlich überlevelt sind jetzt, ne? So, X-Angriff. Sehr schön. X-Angriff in der Itemtasche, das ist schon mal nice. Das ist schön. Brauchen wir aber nicht unbedingt. Ich bin jetzt so kein Fan davon. So, den Typen da unten, den werden wir uns jetzt auch krallen. Gegengift. Ich hab nämlich was Spezielles mit dem vorher. Aber kein Schutz, ey. Schutz. Immer schön. So. Na gut, es hält zwar nur für 50 Schritte, aber scheißegal. So. Dafür haben wir es ja. Da oben ist noch ein Item, das holen wir uns gleich. Aber erst möchte ich gerne da unten dem einen Besuch abstatten, weil von dem kriegen wir nämlich, das weiß ich nämlich auch noch, die TM für Kopfnuss. Was ich mache? Ich setze Kopfnuss ein, um Bäume zu schütteln. Das macht riesen Spaß. Probier's doch auch einmal. Der schüttelt wahrscheinlich nicht die Bäume, ey. Wir könnten theoretisch die Bäume jetzt schütteln und ich weiß auch genau, wo wir das machen könnten, um einen Scarabon zu kriegen. Es dauert aber ziemlich lange und ich habe Scarabon. Also Scarabon ist schon ein geiles Pokémon, muss man sagen. Aber ich habe was anderes in Aussicht momentan und da brauche ich eigentlich keine Kopfnussbäume im Moment. Weil da kommt, glaube ich, auch Rettan und Griffel. Griffel ist jetzt auch nicht so das Wahre. Was mit dir? Schleich dich an! Du hast da Pokémon verjagt! Da war doch überhaupt keins. Geil. Okay. So. Der Käfersammler Tiss. Alter, wir nennen sein Kind Tiss, ey. Das ist schon hart. So, der setzt natürlich Marienkäfer ein. Sehr nice. Ladybar Level 8. Entwickelt sich zu Ladybar am Ende. Ladyan oder Ladyar. Irgendwie sowas in Richtung. Ja, es ist halt so 0815 Käfer-Pokémon aus der Generation. Okay. So, das gibt für unseren Rose schon mal ein schönes Level Up. Ich denke mal, dass wir da jetzt auch genug XP jetzt rausholen können. Jawoll. Schöne Sache, Harry, schöne Sache. Gut. Und zack. Boah, komm ey. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Jetzt setzt er noch ein Paras ein. Geil. Okay. Das dürfen wir aber auch ohne Probleme hinkriegen. Es sei denn, er kann jetzt irgendwas wie Kreuzschere oder sowas, aber das glaube ich nicht. Weil das wäre richtig mies, Käferattacken jetzt einzusetzen gegen unser... Alter... Stachelsprung. Oh, fuck. Okay, das ist nicht gut. Das ist sehr blöd. Na komm, haus weg. Okay, dann muss ich dreimal treffen. Das ist, ja, sehr schön. Ich frage mich gerade, ob so ein Kratzer wehtut. Wahrscheinlich schon ein Kratzer weh. Ich meine, es tut auch weh, wenn man richtig kratzt. Aber ich frage mich, ob es den Pokémon so richtig weh tut. So voll die Narben in der Fresse am Ende vom LP. Das wäre natürlich auch lustig. So, Tiss ist down. Perfekt.
Dieses Pokémon habe ich schon nie zuvor gesehen. Ja, das ist auch ein Starter von mir. Es sei denn, du meinst was anderes. So, okay. Die sind alle Level 17. Das heißt, wir können unseren Albtraum wieder nach oben setzen, weil ich würde zu gern, dass der mal eine richtige Attacke erlernt, ey. Ohne Witz. Das nervt mich nämlich ein bisschen, dass der nichts kann. Wenn ich nicht wüsste, dass das ein geiles Pokémon wäre im Nachhinein, hätte ich es nicht mit ins Team genommen. So, und damit ist der Stand auch schon mal down. Rede mit mir! Hast du den Schrein gesehen, der den Schutzpatron huldigt? Er wacht über den Wald aus einer anderen Zeit. Ich glaube, dass es ein Pflanzen-Pokémon ist. Ja, das ist gut möglich. Oh, interessant, du erstellst ein Pokédex. Das wird schwierig sein, wenn du keine Pokémon triffst. Versuche es mit dieser TM. Oh, TM12. Okay, ich muss jetzt gar nicht, dass man jetzt TM12 haben kann. Hört sich an wie Lockduft, ob das so ist. Geil, weil ich weiß nämlich, dass es in den anderen Generationen ja auch geht, dass man mit Lockduft Pokémon anlocken kann. Benutze sie dort, wo Pokémon auftauchen. Pokémon werden von dem Duft angezogen. Ja, das ist wunderbar, ey. So, Route 34, sehr schön. Albtraum ist oben, jawohl, das ist nice. So, hier trainiere ich. Ja, das ist schön, dass du hier trainierst. Ich auch, ich mach dich jetzt platt. Baby, jetzt gibt's so richtige Schüssel mit Dissel voll in die Fresse. Oh, der Guido, alle. So. Oh, das ist nicht blöd. Oh, das ist blöd, ey. Ausgerechnet Ratzefratze. Oh. Das ist natürlich nicht so schön, weil wir haben hier einen Schlecker, Alter. Das ist so ekelhaft, bitte. Raus ist paralysiert, also setzen wir Frogger ein. So. Schon erbärmlich, dass wir nur drei Attacken haben, ey. Mit Frogger auf Level 17. Aber gut. So ist es halt im Spiel, ne? So, Verteidigung gesunken. Perfekt. Alles klar. Aquaknarre Feuer frei. Und bäm. Na? Boah, fast, ey. Also den einen KP jetzt auch noch abziehen können, du Lutsche. So, dann Blubber ist weg. Seifenblasenattacke! Jawohl. So. Na, Altraum hat immer noch kein Level ab, ey. Das ist natürlich auch bekloppt. So, das setzt ein Habitak ein. Das ist genauso blöd. Habitak ist normal Flug. Da wird auch keine Geistattacke funktionieren. Okay, dann. Weiter geht's mit unserem Frogger. Wenn er schon nicht vom Auto überfahren wird, kann er wenigstens hier die Fische platt machen. Und zack. Sehr schön. So, das passt. Silberblick, okay. Und schlug fehl. Ey, was wir jetzt an Missplay hatten von den Attacken her, was die Gegner betrifft, das ist schon geil. Das könnte sich eigentlich das ganze Spiel über so ziehen. Da hätte ich keinen Ärger damit und ich wäre gleich durch, ey. Ja, alles geht daneben, so. Alles geht einfach daneben, ey. Das wär's. So, was haben wir jetzt? Wieder ein Habitak hat er eigentlich... Alter, ich bin sowieso kein Fan von Habitak. Obwohl ich sagen muss, Ibitak, wenn es richtig trainiert ist, kann auch gut sein. Ist jetzt aber kein Ultra-Pokémon, sage ich jetzt mal. Also, ich denke mal, es ist eigentlich jedes Pokémon gut, wenn man es richtig trainiert. Oder mit den richtigen Items oder so ausstattet. Aber manche Pokémon haben doch irgendwo einen krassen, negativen Nachteil gegen andere. Also, nicht nur Typen betreffend. So, Habitak ist down. Wunderbar. Oh, sogar noch ein Volltreffer. Alter, das ging direkt voll ins Auge wahrscheinlich. Sehr nice. So. Und Frogger wird der erste sein, wo Level 18 erreicht, so wie es aussieht. Oh, das setzt einen Sandern ein. Das ist gut für uns. So, das kann der da machen. Theoretisch hätte ich auch raus reinschicken können, aber raus ist ja paralysiert. Aber das Gute ist, wir haben gleich zwei Pokémon, wo Level 18 sind. Das ist geil. So, okay. Altraum. Sandern ist Boden, gell? Ja. Ich glaube aber nicht, dass es den Normaltyp hat. Ich meine, es ist nur Boden, gell? So. Kannst so viel Einigler einsetzen, wie du willst, mein Freund. Das wird dir nicht viel bringen. So, weil jetzt geht's dir nämlich an den Kragen. Boah, ich sag ja, also ist der Fluch, ey. Aber du übermischst dich in der Generation. Ist aber auch in den anderen Generationen, wenn man das auf die Art und Weise spielt, auch schon übel, ey. Schlecke, 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 Schlecki. So. Jeder Schadenspunkt ist für uns ein Gewinn, Freunde. Deswegen nehme ich auch gerne alles mit, was geht. So. Und das war's. Der nächste, der wird jetzt eh nicht mehr aufwachen. Der nächste Fluch wird ihn einfach mal zerfräsen. Und down. So, damit wir Albtraum Level 18. Sehr nice. Perfekt. Lern da mal was Anständiges. Oh, Nebulak, Alter, du beschämst mich echt. Besiegt von einem Passanten. Ja, von einem Passanten. Voll weggeklatscht, Alter. Das ist total geil. Dann gibt's hier noch etwas. Vielleicht haben wir Glück und wir finden ein Pokémon, das ich jetzt suche. Okay, das ist ein Hutu, das interessiert mich jetzt nicht wenig. Es gibt hier ein Pokémon, was ich haben will, weil es gibt nämlich auch ein Pokémon, was mit Ducati eintauschen können. Und das hätte ich nämlich gerne.
Das wird uns nämlich im nächsten Arena-Kampf nämlich extremst vom Vorteil sein. Hoffentlich. So. Frogger, du gehst hoch. Alpram, du gehst runter. Ei, du bleibst da. Mirabler, du bist halt da. So. Ich habe gerade mein Pokémon aus der Pension wieder abgeholt. Sehen wir mal, wie stark es geworden ist. Okay. Gerade aus der Pension abgeholt. Achtung, jetzt so Level 200 oder so. So. Geil. Raubi Level 200. Das wär's. Uns. Ah, oh, Snubbel hat er. Snubbel ist in der Generation noch normal. In den anderen, ab X und Y ist es Fee. Das Ding ist nicht zu unterschätzen. So, einmal einschläfern. Also jetzt in der Generation nicht zu unterschätzen. Das ist in den anderen gar nicht so verkehrt. Aber es ist jetzt, ja. So, und einmal nass machen, bitteschön. Haben die sieht es aus, als hätte es viel ein Kleid, gell? Ein Stöckelschuh an. Das sieht wirklich so aus, ey. Das ist kein Pokémon, das ist ein verkleidetes Kind, glaube ich. Sieht zumindest so aus. So, wunderbar. Ah, fuck, aufgewacht, okay. Dem seine Entwicklung Quernbull, die hat eine richtig miese Verteidigung. Ah, okay, gut, da hat sich mit der Bäre geheilt, der Sackhund. Egal, zwei Treffer und das Ding ist weg im Fenster, da haben wir diesen Hund auch weg. Das soll, glaube ich, ein Hund sein, oder? Das ist 100 pro ein Hund. Also eine Katze ist es auf jeden Fall nicht. Das so, und zack. Down mit dem Vieh. Verschwinde aus meinem Sichtfeld, Baby. Perfekt. Alter, Frogge Level 18, Dings Level 18. Jetzt können wir Rose wieder ansetzen. Ich muss jetzt gleich mal gucken, ob wir eventuell einen Paraheiler haben. Ich glaube, wir haben sogar eine, soweit ich weiß. Warum muss es auf diese Weise enden? Tja, du hättest auch nicht mit mir anfangen sollen, Kamerad, ne? Okay. Haben wir einen Paraheiler eventuell? Oh. Geil. Finde ich gut. So. Das ist doch mal nice. Selbst Heilung bei Paralyse, das sollten wir vielleicht jemandem geben. Ich denke mal, das wäre nicht verkehrt, wenn wir das unserem... Ne, Rose hat die Wundersaat, gell? Jetzt geben wir unserem Albtraum, falls dann was sein sollte. Kann er nicht schaden. Kann man eventuell später wieder zurücknehmen, was ist. Gegengiftbeere geben wir auch mal unserem Frogger. Falls was sein sollte, haben wir es wenigstens. So. Ach, jetzt habe ich Dingset eingesetzt, gell? Bist du ein Trainer? Nein, ich bin der Weihnachtsmann. Hast du Lust auf einen Übungskampf? Komm nur her. Jetzt gibt's Zunde. So, eine Pfadfinderin. Die möchte keine Kekse verkaufen, sondern Schellen. Okay. Hopspross. Ja, das ist natürlich blöd, weil wir jetzt unsere Frogge, glaube ich, haben, ne? Ja. Da haben wir jetzt auch keine Attacke, wo der großartig hilft. Also setzen wir Rose ein. Den werden wir einfach mal gut, wie es so gut es geht, mal wegtackeln jetzt. So. Geil, und das Vieh setzt Platsche ein. Ja, geil. Total schön. Finde ich gut. Mann, oh Mann, KI wieder over 9000, Alter. Kann aber auch sein, dass er jetzt Platsche einsetzt, weil er sonst nur Pflanzenattacken hat. Die KI ist ja darauf getrimmt. Ich glaube, in den Spielen ist es so, dass die KI darauf getrimmt ist, Attacken einzusetzen, die sehr effektiv sind. Aber im Gegensatz zur ersten Generation auch nur, wo Schaden machen dann. Und die anderen sind dann willkürlich, glaube ich. Kann sein, dass ich mich irre, könnt ihr mich gerne korrigieren. So, Hopspross, sehr schön. Das ist die Weiterentwicklung. Ah, nee, das ist immer noch dasselbe. Hubbeluff war die Weiterentwicklung, gell? Und dann kam ja schon, Hubbeluff war die Weiterentwicklung von Hopspross. Und dann kam, dieses, Löwenzahnteil da. Weiß ich jetzt aber nicht, wie der gerade Name ist. So, und zack. Jawoll! Und down. Geil. So. Das sind 142 EP wieder. Oh, die hat ein bisschen Samen. Okay. Gut, oh, das würde aber auch nicht viel helfen. Es sei denn, es jetzt Schachensporre ein, was gut möglich sein kann. Aber dafür haben wir ja die Bäre ausgerüstet. Alles, wird alles hier weggetackelt, ey. Ich stell mir gerade vor, wie das Lorblatt da einfach nur da steht und macht die ganze Zeit eine Kopfnüsse. So als... Geil. So, und zack. Okay, das Bisasam scheint nur tackeln zu können. Es kann aber auch sein, dass es wirklich nur tackeln und Dings kann heulen, weil, der wird 13 Lancer, glaube ich, das ist was anderes. Ah, ne, es kann auch nicht. Okay. Okay, gut. Erledigt. Ich habe nichts gesagt. Ja, es ist manchmal nicht mehr so eindeutig. Und bam. Jawoll. Das war's mit dem Teil. Die haben wir jetzt auch schon mal erledigt. Und wir setzen Rose dann auch hoch. So. Jetzt habe ich schon nicht gesehen, was ich sagen wollte. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Theoretisch könnte ich auch Nummern sammeln. Aber das ist uninteressant, weil ich... was soll ich mit Nummern, ey? So. Kann geben. Du bist mir zu stark, das ist keine Übung für mich. Immer wenn ich auf einen starken Trainer treffe, möchte ich sein Cheerleader sein. Manchmal finde ich Items bei einem Spaziergang. Finde ich etwas, bekommst du es. Gibst du mir... Ah ja, gut, okay, gut, das können wir mal machen. So, wir haben die gute Grundrunde jetzt mal,
gepickupt. Pickup Artist, ey. Ich rufe an, wenn ich etwas habe. Yeah. Okay, da ist der nächste. Den hauen wir gleich weg. Ich suche ein bestimmtes Pokémon. Ich glaube, Dramato war das. Sehr schön. So, Dramato, das nehmen wir gleich mal mit. Weiblich hin oder her. Weil, das können wir nämlich eintauschen in Lucatia City. Gegen ein Pokémon, das uns unterstützen wird in den nächsten Kämpfen. Und das ich auch noch nie so im Team hatte, richtig. So, jetzt setzen wir mal Rasierblatt ein. Jetzt hat er natürlich Tackle ausgesetzt, der Hund. Sehr schön. Das ist gut. So, keine Wirkung, Hypnose. Sehr nice. Pokebälle, Pokebälle, Pokebälle. Einmal. Dankeschön. Und weh, die kommen mit dem Abra. Ich weiß jetzt nicht, das war Dramato, aber Abra. Ich meine, das war Dramato. Sehr nice. So, damit haben wir jetzt auch ein Dramato im Team, Freunde. Erstmal. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, wir haben ja auch noch das Ei. Ich hoffe, dass es auch bald schlüpft. Ey, das wäre nämlich nicht so schön, wenn es jetzt so wäre. Also, es schlüpft auf jeden Fall. Das ist nur die Frage, wann, ne? So, Dramato, Dramato, Dramato. Abracadabra, Simsalabim. Okay, jetzt suche ich wieder dieses blöde Dramato, Alter. Sie, da ist es ja. So, und zack. So, damit haben wir Dramato jetzt im Team. Perfekt. Läuft ja schon mal gut. Bin begeistert. So, ein neuer Eintrag im Pokédex. Und damit ist unser Team auch, glaube ich, fast voll. Ich glaube, ein Pokémon können wir noch haben. Wenn es mit der Nase zuckt, kann es feststellen, wo jemand schläft und was er gerade träumt. Ja, wunderbar, schön. Wenn ich mit der Nase zucke, muss ich niesen. So, möchtest du Dramato einen Spitznamen geben? Nein, weil das werden wir nämlich auch wieder eintauschen. So, und was kommt da jetzt auf uns zu? Da ist noch ein Trainer, der unbedingt wissen will, wie es läuft. Ja, schön. So, ich bin der Pokémon-Experte in meiner Klasse. Ja, das ist wunderbar. Du weißt 100 Pro, was einmal eins ist, ne? Warte mal, Leute. Alter, ich muss unbedingt den Stuhl ein bisschen höher setzen. Der ist mir zu tief, ey. Zwischendrin. So, der Lorenz schickt Mankey in den Kampf. Yeah, geil. Der Affe ist am Start, Alter. Na gut, das ist jetzt aber nicht schlimm. Kampf-Pokémon ist ein Teil. Das ist jetzt ja die Welt. Und zack. So. Und tschüss. Das war's schon mal mit dem Teil. Perfekt. So, ein Volltreffer. Sehr schön. Wir müssen noch gucken, dass wir ein gutes Elektro-Pokémon irgendwann noch kriegen. Ey, das ist, also ohne Elektro-Pokémon, es geht zwar, aber es ist, es macht so manche Sachen einfacher. So, dick da, jawohl. Sehr nice. Und tschüss. Weil dick da, ey. Dick da war in der ersten Generation gut. In der Generation, gut, da war es auch, da war dick die bessere, klar, aber dick da ist, ja. Wir hatten es ja. Hab ich, glaube ich, TikToker genannt, glaube ich, ey, weil es einfach so sich angeboten hat. So, Lorenz ist down. Perfekt. Nein, 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 nein. Es gibt noch bessere Trainer. Ja, natürlich gibt es noch bessere Trainer. Niemand ist perfekt. Ein Rat von mir, und das ist was, was ich schon von meiner Berufsschullehrerin gelernt habe. Du kannst nie der Beste sein. Es gibt immer eine, wo besser ist als du. Denk immer dran. Aber mach das Beste draus in dem, was du kannst. So, was haben wir denn hier? Ich bin der Pensionsleiter. Kennst du dich mit Eiern aus? Ich habe Pokémon mit meiner Frau aufgezogen. Wir waren entsetzt, als wir ein Ei fanden. Das ist doch unglaublich, oder? Nun möchtest du das Ei? Gut, nimm es. Du darfst es behalten. Okay, jetzt haben wir noch ein Ei. Was? Ich habe keinen weiteren Platz. Achso, gut, wir können Miraplay jetzt eigentlich auch, schön, dass das schon PC ist. Miraplay jetzt eigentlich auch schon weghauen. So, das brauchen wir jetzt sowieso nicht mehr. Eventuell. So, ablegen. Ich glaube, das war wirklich nur das einzige Mal, wo wir Miraplam brauchen, ey. So, Miraplas abgelegt. Sehr schön. Das ist halt dumm, dass ich die Eier halt nicht hier anzeigen kann. So, das heißt, Miraplam kann wieder weg vom Fenster. So, perfekt. Und dann holen wir uns mal das Ei. Wunderbar. Ich bin der Pensionsleiter. Ja, das kennen wir ja. Das hast du ja schon eben schon gesagt. So, wir waren jetzt als wir. Bla, 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 bla. Jetzt halt doch mal die Schnauze, Alter. Gib das scheiß Ei her, sonst gibt's Eier. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, wir haben das Kurios-Ei erhalten. Mal gespannt, was daraus schlüpft. Ich fand dies, als ich mich um ein Pokémon eines anderen Trainers kümmerte. Aber der Trainer wollte es eigentlich, also habe ich es behalten. Okay. Total dumm eigentlich. Ich bin die Pensionsleiterin. Kennst du dich mit Eiern aus? Mein Mann und ich haben Pokémon aufgezogen. Wir waren erstaunt, als wir ein Ei fanden. Das ist doch unglaublich. Oder soll ich dir eins deiner Pokémon aufziehen? Nein! Das war so ein schönes Diskussionsgespräch eben. Die wollte uns wirklich eben abziehen, die Alte. So! Perfekto. Das heißt, Dramato und das Ei haben wir jetzt. Unser Team ist eigentlich recht voll gerade. Das ist sau nice. Es ist ja eigentlich schon zum Kotzen, wenn ich mal ehrlich bin, dass es schon so ist.
So, jetzt muss ich hier noch eine Kleinigkeit ändern, weil das fuckt mich gerade ein bisschen ab. So. Dass es da unten so angezeigt wird. Und der nächste Kampf. Nächster! Okay, weil wir können die Polizisten nämlich nur bei Nacht bekämpfen, Leute. Also, das ist klar. So, der Wächter, der Klaus, der Wächter. Klaus, Klaus, Klaus. Oh, da hat ein Vulkano, okay. Da hätte ich natürlich aufpassen sollen, weil, das ist jetzt natürlich nicht so gut mit raus, jetzt dagegen einen Vulkano anzutreten. Ah, nur auf Level 17, ey. Boah, ja. Hammer hat. Okay, dann opfern wir Traumato. Das kann ruhig sterben, für den guten Zweck. Dann kann ich nämlich unseren Frogge nämlich reinholen. Sau nice, sau nice. So. Perfekto, Amigo. Das ist damit auch erledigt. Frogge. Hey, my name is Frogge and I want to cross the street. Das machen wir jetzt schön mit Aquaknarre. Gibt nämlich einen richtig schönen Schaden. Und down. Ah, gut, okay, aber wenigstens die Hälfte Alter. Jetzt wechselt der Hundepro wieder zu Dings, oder? Das war mir klar. Gut. Dann setzt mal Giftpuder ein. Das haben wir auch nicht eingesetzt. Und es geht daneben. Sehr schön. Ja, ich würde raus jetzt ungern opfern. Dann machen wir liebe Tackle. Zack. Wenn es das jetzt überlebt, ein Rassiplot ist ein Volltreffer, dürften wir gewinnen. Ja, und ist tot. Ja, geil. Schön. Okay. So viel dazu zu meiner Strategie, Rose am Leben zu lassen. Pff, geil. Die scheiß Brille, Alter. Das ist so eine Attacke. Das ist... ich weiß auch nicht. So. Und zack. Keinem Spiel hat's Wirkung, nur in den ersten Bandgenerationen, Alter. So. Sehr schön. So, damit haben wir den Wächter jetzt auch besiegt. Der Klaus, der ist weg vom Fenster. Du bist ein starker, junger Gegner. Ja, das ist auf jeden Fall. Du bist scheiße. So. Alter, viel zu viele Trainer hier in dem Laden. Na gut, wir haben noch einen Beleber. Ist zwar jetzt nicht gerade sinnvoll, aber kann ja eigentlich auch egal sein. Wir werden ihn sowieso demnächst dann noch aufrüsten mit dem ganzen Kram. Ich weiß, dass ich Pokémon gut aufziehen kann. Möchtest du dich davon überzeugen? Nicht wirklich eigentlich, weil du gehst mir ganz schön auf den Sack gerade mit deiner Überheblichkeit. Aber ist mir wohin. So. So, der Bodo Ramelow. Schickt in. Oh, das ist gut für uns, ey. Das können wir mit einem gezielten Rasierplatz ins Clash ausnocken. Ich denke mal, das wird keine Konfusion beherrschen. Ansonsten ist Lobberloch nämlich gleich am Arsch. So. Schnitzel, Schnitzel, Blatt, Schnitzel. Und tschüss. Sehr nice. So. 42 EP, die nehme ich ganz gerne mit. Und jetzt haben wir den Bodo Ramelow besiegt. Den guten Kämpfer. Habe ich falsch trainiert? Ja, total, ey. So, einen Teil nach Hause geschickt, perfekt. Und wir haben unser Ziel erreicht, Route 34 nach Katia City. Steineichenwald irgendwo dazwischen. Ja, total geil. Was, Steineichenwald? Ja, das ist irgendwo. So, und wir haben die größte Stadt in ganz Dings. Bevor wir jetzt noch weitergehen, würde ich ganz gerne noch das Pokémon tauschen. Ich muss gerade nur gucken, wo das war. Kann nämlich auch sein, dass ich mich total geirrt habe und es ist wirklich am Ende so, dass ich So, ich habe mein Abra in der Spielhalle gewonnen. Jetzt ist mein bester Partner, bla bla. Das interessiert mich jetzt wenig, Tante. Gutes Einkaufszentrum werden wir auf jeden Fall noch auseinandernehmen, aber nicht heute. So. Ich bin so ungeduldig. Ich setze X-Tempo-Kampf ein, um den Initiativenwert meiner Pokémon zu erhöhen. Bla. Okay, wenn du in Gen 1 jetzt wärst, würdest du X-Speed einsetzen, Freund. Und wenn du das nämlich gemacht hast, dann kannst du nämlich Dings einsetzen. X-Speed und X-Genauigkeit. Und dann K.O.-Attacken, die treffen immer. Immer. Das ist saugeil dann. So. Ah, der war das, glaube ich, gell? Manche Pokémon entwickeln sich durch Tausch. Ich kenne vier. Machoke, Kadabra, Alpollo und Gyarok. Ich hätte, es gibt noch weitere. Ja, es gibt's auch. Eisen versteckt die Verteidigung deiner Pokémon. Okay. Jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert, weil, Geheimgabe. Mit nur einem kleinen Beep erhältst du ein Geschenk. Ja, das ist nice. Ich sammle Pokémon. Hast du ein... Nein! Nein, Alter! Fuck! Ah, doch ein Abra. Ich kack grad ab, Alter. Ich hab gedacht, ein Traumato. Oh, nein! Okay, dann müssen wir uns, da muss ich mit einem Abra fangen. Das mach ich aber offscreen, Leute.
weil dann welche sind dann auch im nächsten Part dann direkt tauschen. Boah, ist das ärgerlich, Alter. Nein. Das ist natürlich blöd, ey. Abrafs zu fangen ist jetzt eine Kunst für sich. Na gut, okay. Halten wir erstmal unsere Pokémon, Leute. Und, was ist mit dir? Ein starkes Pokémon muss sich deswegen gewinnen. Meist entscheidet der Vor- oder Nachteil des Typs. Ich glaube nicht, dass es ein Pokémon gibt, das alle anderen überlegen. Ist doch Mewtwo und Arceus. Was ist mit dir? Im oberen Stockwerk findest du das Kolosseum. Hier kannst du gegen Freunde antreten. Kampfergebnisse werden an der Wand ausgehängt. Ich kann es mir nicht erlauben zu verlieren. Ja, gut, okay. Das ist jetzt dein Problem. Wir haben jetzt noch unsere Pokémon. Und dann sind wir eigentlich relativ gut dabei. So. In der Zeit werde ich auch mal gucken, dass wir die Eier vielleicht ausbrüten. Sofern, wie es geht. Damit wir das für uns später rausgespart haben. Aber auch so weit, dass ihr dabei seid, wenn sie schlüpfen. So, weil ich möchte das jetzt nicht ganz komplett offscreen machen. Dramatisch mache ich jetzt raus noch. Weil das ist natürlich ein bisschen schade. Wobei Hypno wäre gut. Aber ich habe ja schon gesagt, ich möchte ja weitgehend auch eine gute Mischung haben aus Johto und aus Kanto-Pokémon. Und nicht nur ein Johto-Pokémon und dann 30 und dann hunderte Kanto-Pokémon. Nur das ist nicht Sinn und Zweck der Sache jetzt. Okay. Alles klar, Leute. Damit würde ich mal sagen, wir sind die Ducati City angekommen. Ich werde jetzt aufs Queen noch einen Abra fangen und werde jetzt auf jeden Fall noch mal Dings rausschmeißen. Dieses, genau. So. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir werden in der nächsten Runde auf jeden Fall das Abra gegen das Macholo tauschen, weil ich hätte nämlich ganz gerne dieses Macholo. Wir werden nämlich in der Arena nämlich gegen Normal-Pokémon antreten und es könnte nämlich ein richtiges Problem werden, weil die Gegnerin dort ein saumäßig kunstgemeines Drecks-Pokémon hat. So eine richtig blöde Kuh. Und ist im wahrsten Sinne des Wortes, also die ist nicht ganz ohne. Die einzige Taktik, wo ich damit fahren kann, ist vielleicht eventuell noch mit unserem Nebulak. Deswegen hoffe ich, dass das funktioniert mit dem, was ich davor habe. Und wir sehen uns dann in der nächsten Runde von Let's Play Pokémon Kristall. Ich bin euer Kate der Supreme. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, beziehungsweise einen Kommentar. Schaut doch gerne mal auf dem Kanal vorbei. Abonnieren könnt ihr in der Mitte, wenn ihr Teil der Community werden wollt. Ansonsten kommt ihr oben zum letzten Part. Rechts kommt ihr zum neuen Part, sobald er online ist, wo wir uns in Ducati City ein bisschen umsehen werden und noch ein paar Kämpfe bestreiten werden und das Abra eintauschen werden. Ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.